scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Impulsgeber. Es, und da bin ich froh, dass er zugesagt hat, wirklich. Er ist Unternehmer, er ist Business Coach, ist ein lösungsorientierter Pragmatiker, das finde ich immer toll, und ein Freigeist. Wenn wir alle so wären, wäre super. Neugierig und lernen durchs Leben ist seine Stärke, ein aktiver Freund sein. Netzwerken, andere Menschen unterstützen. Und seine positive Grundhaltung zu professionalisieren für mehr realisierte Optionen. Sein Thema heute ist, wozu ärgern über die Ergebnisse? Und die Frage ist, ärgern Sie sich manchmal über ungewollt erzielte Ergebnisse von selbst getroffenen Entscheidungen? Verbrennen Sie nicht viel Energie dabei, weil die könnte Ihnen helfen, später souveräne Entscheidungen zu treffen. Aber ich möchte nicht alles schon sagen, deswegen werde ich jetzt mal dich dran lassen, lieber Ralf, um uns zu erzählen, wie man es macht. Ich kann ja nichts sagen. Danke dir, lieber Uwe, wie man es macht. Ich kann dir nur erzählen, wie ich es bisher gemacht habe. Und ich fand es spannend, die Einladung zu bekommen und über das Thema die Entscheidungen zu sprechen und der Auswirkungen, weil ich bei mir selber dann so manches festgestellt habe. Ich meine, es gibt ja Entscheidungen, die müssen wir jeden Tag treffen. Was ziehe ich an, was esse ich, was mache ich? Das sind alles banale Entscheidungen. Aber worum geht es im Leben, wenn es so richtig große, gravierende Entscheidungen sind? Ich habe mal für mich so reingefühlt, was sind denn die Triebfedern, warum jemand Entscheidungen trifft, die größer bewegender sind. Nun, bei mir waren es auf der einen Seite Wünsche, die ich mir erfüllen wollte, aber ganz häufig war eine meiner Triebfedern meine Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit, wo ich stehe, wer ich bin, was ich gerade erlebe, was für ein Umfeld ich habe. Das waren Dinge, die mich unglaublich vorangebracht haben und die dann bei mir Veränderungen und Weiterentwicklungswünsche angebracht haben. Und eine Triebfeder war natürlich auch ausprobieren und eine auch dramatische Ursache war der Druck von außen, die Erwartungshaltung von anderen, die Vorgaben, die Konfrontation, die Dinge, die auf mich zugekommen sind, wo ich nicht lange Zeit hatte zum Entscheiden, sondern wo ich auch um große Summen herum Entscheidungen treffen musste. Aber ich habe es mal versucht, so ein bisschen zusammenzupacken, ganz einfach. Eine meiner wichtigsten Entscheidungen mit 10 nach dem Studium endloser Comics, ich wollte Superheld werden und die Welt retten. Das war gesetzt. Aber mit 16, als es dann um die Lehrstelle ging, hieß es, es sei kein Platz frei bei den Superhelden für eine Lehrstelle. Habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ins Büro. Haben die im Büro in meine Zeugnisse haben gesagt, ich glaube, du bist zu gut für uns. Also es hat auch nicht geklappt mit dieser Entscheidung. Und ich bin schließlich Maler und Lackierer geworden. Anfangs habe ich mich dafür geschämt und gehasst. Aber es gab in diesen 8 Jahren als Maler und Lackierer ganz viel, was ich mir angeeignet habe, was mir später die Menschen sagen, Mensch, der kann aber zugreifen. Mensch, ist der pragmatisch. Guck mal, wie lösungsorientiert er ist. Der will schnell Ergebnisse sehen. Spannend, habe ich gedacht. Trotzdem hat mein Veränderungswunsch dazu beigetragen, dass ich Gespräche mit anderen geführt habe. Und irgendwann hat man mich angesprochen auf ein Multilevel-Marketing-System. Mit 23 sollte ich 6.500 D-Mark investieren, um Leder und Kosmetik zu verkaufen. Okay, ich habe mal ein bisschen Mut gezeigt und ich habe es getan. Und da kam ich auf ein Seminar und da habe ich wohl den ersten wirklichen, für mein ganzes Leben wichtigen Impuls bekommen auf diesem Seminar. Und der heißt mein persönliches Credo.
Etwas, was ich dann 9 Jahre lang jeden Morgen, 9 Monate lang jeden Morgen geschrieben habe. Leider ist das Unternehmen nach 1,5 Jahren pleite gegangen, beziehungsweise Konkurs. Und ich musste meine 6.500 D-Mark abschreiben. Und glaub mir, ich habe diese Entscheidung, dorthin zu gehen, verflucht. Und zwar lange verflucht. Ich habe viel Energie verbrannt bei dieser Geschichte. Und ich habe mir immer wieder überlegt, warum warst du so dumm? Bis ich 1993, 9 Jahre später, dieses persönliche Credo wieder in die Hand bekommen habe. Und da stand, was ich als Maler und Lackierer geschrieben habe, dass ich Unternehmer bin, da hatte ich gerade eine GmbH gegründet, dass ich ein Haus habe, wir sind gerade ins Haus eingezogen, dass ich Familie habe, wir haben gerade einen 3-jährigen Sohn gehabt. 9 von 10 Utopien eines Malers waren realisiert. Da habe ich nochmal nachdenken müssen und sagen müssen, wow, vielleicht war die Entscheidung, 6.500 D-Mark einzusetzen, gar nicht so verkehrt. Und da ist mir eins klar geworden. Jede Medaille hat 2 Seiten. Und eine der wichtigsten Aufgaben von uns ist es, aktiv nach der 2. Seite der Medaille zu suchen. Das ist natürlich nicht immer leicht, weil mit 44 hat mir dann ein Unternehmen auch mal gesagt, hey, lieber Bart, wir brauchen dich nicht mehr und wir trennen uns von dir und die jährlich 500.000 Euro, die du fast von uns kriegst, die musst du jetzt mal vergessen. Für mich hieß das, für uns hieß das, faktisch sind wir pleite. Und auch das gehört zum Entscheidungen treffen. Ich habe die Realität nicht akzeptiert. Ich habe innerhalb von 8 Tagen einen Investor gefunden. Wir haben eine Aktiengesellschaft gegründet. Wir haben mein Unternehmen eingebracht und haben uns entschieden, einen harten, aber weiteren Weg zu gehen. Natürlich haben wir nicht verstanden, was es für uns für einen Sinn haben sollte, dass das Unternehmen uns so hart mit uns umgesprungen ist. 2 Jahre später ist uns die 2. Seite der Medaille auf dem Silbertablett präsentiert worden. Durch ein Gesetzgebungsverfahren waren wir mit einem Produkt unterwegs, das in 2 Jahren später an den Markt kam und wir waren Mitgewinner von dem Ganzen. Aber der Versicherer, der uns quasi rausgeschmissen hat, der hat sich vom Markt verabschiedet. Das heißt, wir wären immer noch bei dem und wären, als es gerade an die Ernte ging, nicht mehr dabei gewesen. Wahnsinn. So hatten wir die Chance, zu den großen Gewinnern des Marktes zu gehören und davon zu profitieren, was wir über Jahre aufgebaut haben. Mittlerweile darf ich sagen, was meine Vorredner gesagt haben, ja, es ist ganz wichtig, auf die eigene Intuition zu hören. Und ich hatte das große Glück, bisher viele, viele Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und ich habe irgendwann aufgehört, mich über scheinbar negative Auswirkungen aufzuregen und die Energie zu verbrennen. Und ich fange immer stärker an, danach zu schauen, wo ist die 2. Seite der Medaille? Wo ist das Gute im Schlechten? Und ihr werdet es finden. Es wird vielleicht mal zeitversetzt sein, aber es ist immer findbar, weil eine Medaille nun mal 2 Seiten hat. Und jede Entscheidung wirkt sich wie eine Medaille aus. Und da geht es dann sehr stark auch darum, eine eigene Haltung zu überprüfen. Bin ich im Hätt-ich-Club? Hätte ich damals so und so? Oder bin ich jemand, der sagt, ich suche das Gute im Schlechten, ich suche die 2. Seite der Medaille und ich werde den Vorteil aus der Situation für mich generieren. Und für alle, es ist ja immer unglaublich, ja, ich werde zu einem Vortrag eingeladen, muss mir alles aus meinem Kopf so ein bisschen rausziehen, aber nein, unmittelbar einen Tag, bevor ich den Vortrag halte, schickt mir dann jemand eine Werbebotschaft und liefert mir ein 10-10-10 Entscheidungstool. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Dieses Tool sagt nämlich, wenn du eine Entscheidung treffen willst,
dann schreibe nicht auf, ich will mich selbstständig machen. Und jetzt meine Argumente dafür. Dann schreibe auf, ich habe mich selbstständig gemacht. Und dann nimm einfach ein Blatt Papier, drei Striche und schreibe auf die erste 10 Minuten, nachdem ich mich entschieden habe, welche Auswirkungen. 10 Monate, nachdem ich entschieden habe, welche Auswirkungen. 10 Jahre, nachdem ich mich entschieden habe, welche Auswirkungen. Und dann kannst du deine volle Spontanität, volle Intuition auf diesem Blatt niederschreiben. Und ich glaube, danach hast du eine unglaublich wertvolle Entscheidungshilfe. Und mein Impuls, was auch immer euch passiert, sucht bei der Medaille die zweite Seite. Findet das Gute am Schlechten. Vielen Dank, euer Ralf. Ja, wunderbar. Also, Ralf, du hast mir aus dem Herzen gesprochen, weil als du darüber erzählt hast, von der zweiten Seite der Medaille, habe ich mich erinnert, ich werde euch die Geschichte jetzt nicht erzählen, weil sie zu lang ist, aber es gibt eine Geschichte, die heißt, man weiß nie, wofür das gut war. Und das ist genau das, was du jetzt mit deinem Beispiel oder mit deinem Tipp gegeben hast, dass wir uns das aufschreiben sollen. Und wir werden feststellen, dass das für uns irgendwann sich das zum Positiven zeigt, dass wir damals diese Erfahrung gemacht haben, auch wenn es in dem Zeitpunkt vielleicht ja wehgetan hat. Danke dir nochmal. Irgendwo ist laut, jetzt nicht mehr.